Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7 Teil 2. Ja, dieser Gürtel, den wir in der letzten Folge hatten, war wirklich verbuggt. Und das lag daran, dass der Gürtel und auch diese Axt, die hier, Aerions Axt, die war auch verbuggt, in Iolos Besitz war, als er zu einem Bane wurde. Und quasi gestorben ist und es zurückliegt. Das Spiel oder die Engine hat immer noch gemeint, der Gürtel wäre wie angelegt. Das heißt, du hast ihn angelegt und nichts ist passiert, da der Gürtel dachte, er wäre schon angelegt. Aber sobald du ihn ausgezogen hast, tja, dann gab es, ist die Stärke von dem Charakter zurückgegangen, weil der Gürtel dachte, er muss zurückgehen. Das heißt, quasi, er ist um, was weiß ich, wie viel Werte zurückgegangen. Das heißt, deswegen hatte sie statt Wert 20, was er hatte, nur noch 12 drin. Wenn ich den Gürtel einen Avatar angelegt hätte oder habe, ist auch nichts passiert, dann wieder ausgezogen habe, ist der Wert auch, der Avatar hat auch nur noch 21 Stärke gehabt und so weiter. Wie gesagt, aber sobald man ihn dann nachher wieder angelegt hat, hat alles wieder geklappt. Das heißt, ich habe folgenden Trick verwendet. Ich bin nochmal zurückgegangen zum Tempel der Disziplin und habe den Automaten nochmal in die Gruppe genommen. Den habe ich dann den Gürtel angelegt und wieder abgelegt, genauso wie diese Axt. Und damit war dieser Bug behoben. Danach konnte ich den Gürtel und auch Dings wieder anlegen. Und siehe da, wir haben Stärke 30 durch die Dings. Das war kein Problem, weil das ja Baden gehabt hat, haben wir ja Dexterity 25 und Intelligenz 20, ist auch nicht schlecht, und Combat auf 17. Das heißt, das ist gar nicht mal so schlecht. Dexterity kriegen wir nicht höher, wir können nicht weiter trainieren, aber wir können die Stärke noch hochkriegen, also auf normal hochkriegen und damit auch den Combat. Und sie ist ja erst auf Level 1, das heißt, eigentlich kein schlechter Charakter. Baden sieht halt jetzt so aus, dass er weiterhin auf Stärke 30 ist, aber nur noch Dexterity 22 hat. Aber das war besser als wenn wir hier nur auf 15 hätten, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, gut. Ja, doch. Finde ich gut. So, dann wollen wir mal versuchen, ob wir jetzt Gwenno geheilt kriegen. Nachdem das jetzt alles geklärt ist, die müsste noch... Da ist er ja. Hallo? Warum laufe ich eigentlich immer gegen diese Säule? Jetzt probieren wir es mal. Hier haben wir das Wasser der Disziplin. Und das kriegt jetzt Gwenno. Ha! Es hat funktioniert. Klasse. Gwenno ist wieder da. Juhu! Ja, okay. Battle in Steeds. Ja, das haben wir schon mitgekriegt gehabt. Ah, ich verstehe. Chaos wurde in Dings gehalten, bis Battlin diese Banes verloren hat, beziehungsweise von denen betrogen worden ist. Und deswegen ist jetzt Chaos komplett ausgebrochen. Mhm. Erzähl was über diese Dinger. Ja, okay. Okay, sie müssen also wieder eingefangen werden, dahin, wo sie vor Battlin kamen. Ja, das hört sich nicht schlecht an. Wie können wir es da einsperren? Nach Moonshade. Ah. Ich glaube, ich weiß auch, wer das ist. Torisio hat doch Battlin einen Zauber verkauft.
Und ich denke, das könnte dieser Zauber gewesen sein. Wir sollten unbedingt mit Torisio reden. Andererseits hat es ja auch nicht so gut hingehauen, weil diese ja ihm ja entkommen sind. Ja, das ist wahr. So, Materials. Okay, dann suchst du nur einmal nach der Antwort und wir versuchen, diesen Zauber zu bekommen. Gut, aber wir wollen jetzt noch zurück, und zwar Everworld. Okay. Das könnte durchaus sein. Das könnte durchaus sein. Ja, die eine ist halt der Chaosschlange, die andere die Ordnungsschlange und die eine die Schlange des Gleichgewichts. Ja, gut. Aber wir wollen jetzt noch weitergehen. Answer, haben wir das schon gehabt? Ah ne, das hatten wir noch nicht. Die Power to Trap Souls, das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen. Ja, das wäre schlecht. Das wäre nicht schlecht, wenn sie kommen würde. Würde allerdings auch das Ende der Welt, also dass es kurz bevorsteht, bedeuten. So hätten wir wenigstens noch ein bisschen Zeit. So, dann wollen wir noch mal wechseln. Danger. Ja, haben wir kennengelernt. Okay, nochmal wechseln. Willst du uns beitreten? Ja, du wolltest ja auch die Antworten finden, die wir noch brauchen. Okay, vielen Dank. Wir werden zurückkehren. Und das werden wir auch machen. We were back. So. Damit ist das Ding schon mal geheilt. Gwenno, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Dann hätte ich gesagt, holen wir uns nochmal Wasser, aber ich würde sagen, wir machen noch eine Sache. So, da haben wir schon, wir haben ja schon Wasser, Wasser von Emotion.
Wasser auf Toleranz, das sind die Chaoswasser. Außerdem haben wir hier noch Wasser auf Disziplin. Das ist Ordnungswasser. Dann brauchen wir noch die restlichen Wasser. Ein Chaoswasser brauchen wir noch und zwei Wasser von der Ordnung. Wobei, eigentlich könnten wir auch erst nach Moonshade gehen und erst das machen. Ich würde aber ganz gern, glaube ich, erstmal die Logik machen, weil damit sollte man theoretisch eigentlich auch Sandra heilen können. Wobei das noch verbuggt ist, soweit ich weiß, aber ich weiß nicht, ob das mit Exult, mit der Dings, wo ich jetzt hier benutze, ob das da auch verbuggt ist. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach erst einmal aus. So, dann muss ich mal ganz kurz schauen. Logik, Logik, Logik. Logik war, glaube ich, Ausgang 13. Und Ausgang 13 war hier unten. Außerdem haben wir, glaube ich, auch noch eine weitere Tür, wo aufgeht. Ja, genau. Das hier gibt dann 15. Ausgang mach auf 15. Gehen wir aber nicht raus, wir gehen jetzt hier raus. Okay, jetzt sind wir hier. Da waren wir ja schon mal, jetzt muss ich nur noch mal den Weg finden. Das war, glaube ich, eine Sackgasse. Ja, also das ist auf jeden Fall der Tempel der der Logik. Ich glaube, das hier war auch eine Sackgasse, wenn ich mich recht erinnere. Da unten war auch nichts mehr, genau. Da oben war, glaube ich... nee, wie war das? Das oben war, glaube ich, auch eine Sackgasse, genau. Da müssen wir rein. Hier war, glaube ich, eine Sackgasse. Oder war das hier, wo es hier weiterging? Nee, das war Sackgasse. Und das untere bin ich mir jetzt nicht sicher. War das jetzt hier auch eine Sackgasse oder ging es jetzt hier weiter? Oder war das tatsächlich der obere Weg? Ich glaube. Andererseits. Nee, das war auch eine Sackgasse. Dann habe ich doch recht gehabt. Dann habe ich doch recht gehabt. Dann müssen wir nicht hier lang, sondern hier lang. Und jetzt mussten wir nach Norden, weil im Süden... Obwohl... Ja, ich glaube, im Süden war es nicht. Ich glaube, im Süden hier war auch wieder nur eine Sackgasse. Das machen wir natürlich alles nur, damit Petra auch ein bisschen Erfahrung bekommt. Wie sieht's denn bei dir aus? Ah, ist schon auf Level 2 und schon könnten wir ein wenig trainieren, um ihre Combat noch nach oben zu bringen. Bräuchten wir aber erstmal noch ein bisschen Geld. So, dann... War das hier? Gut. Hier konnten wir nur da abbiegen. Da unten war wieder eine Sackgasse, oder? Ja, das war Sackgasse und hier... War auch noch eine Sackgasse. Dann kommen wir doch so langsam mal in die Nähe von dem Dings hier. Ja, hier war auch nichts mehr. Komischerweise auch keine Gegner mehr, aber soll uns recht sein. Hier im Süden war nichts. Dann hier im Norden. Ja, genau. Das waren... Ah, genau. Dupres Schild will ich ja eigentlich als Dingsbach... hoppla, so war das jetzt nicht gedacht. Als Questgegenstand behalten. Das heißt, du kriegst dieses Schild hier. So, sonst war hier, ja, glaube ich, nichts dabei, oder? Doch, da war noch ein Buch. Ah,
Hier steht sogar die, genau. Das heißt, Red direkt rein. Blue folgt Yellow. Das heißt, erst Gelb, dann Blau. Gelb folgt Rot. Yellow und White, not ja, okay. Ah, und hier ist aber das Dings hier. The runes must be placed left to right on the floor before... Ah, die müssen also woanders hin. Die müssen gar nicht auf der Säule liegen. Und ich denke, ich weiß auch noch, wie man sie hinlegen muss. Und zwar den Alphabet entsprechend. Das gibt keinen Namen. Das können ja auch so viele Namen sein. Sondern tatsächlich den Alphabet entsprechend. Das heißt erst B, C... O und W. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal hierher. Das heißt erstmal Rot. Dann folgt Gelb. Dann folgt Blau. Wieder Rot und dann Weiß. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist C. Das ist W. Das heißt W. C. Hast du es jetzt eingesteckt? Nein, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Bitte die Runen nicht einstecken. Die werden noch gebraucht. So, B. Das hier. Dann haben wir hier O. Und das ist B. Das kann natürlich nicht gehen hier. War das W? Habe ich die gerade vertauscht gehabt? Ha! Ich habe es aus Versehen vertauscht gehabt. Ich habe B gerade mit B verwechselt. Mann, ich will lieber nichts sagen. So, wer bist du? Okay, hallo Nummer 2. Aha. Strange Mage. Okay. Nummer 7 ist also verschwunden. Du warst mit Nummer 1 zusammen? Es gibt auch wieder ein Logikrätsel. Okay, also 7 war mit 1 war mit 2 zusammen. Wahrscheinlich müssen wir rauskriegen, wo 2 verschwunden ist und einer ist der Mörder oder irgend sowas. Ja, genau, sagt er jetzt auch. Einer von uns ist schuldig. Nein. Dazu fehlt uns noch, Dings. Okay, vielen Dank dann. Da haben wir gerade den nächsten. Dann machen wir doch auch gleich noch dieses Gespräch mit ihm. Das ist Nummer 1. Mal sehen, ob er bestätigt, dass er mit 2 zusammen gewesen ist. Okay, also 2 sagt, er war mit Nummer 2 und Nummer 6. Mhm. Warum sagt dann 2, da war nur mit 1 und 2 zusammen? Hm.
Okay. Vielen Dank. Dann haben wir also mit 1 und 2 schon mal geredet. Dann müssen wir mit den restlichen Automaten auch noch reden. Und dann versuchen, den rauszufinden, wo der Schlüssel ist. Na gut, aber die Zeit ist um. Das heißt, das machen wir beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.